Als das Wasser noch meterhoch in den Häusern stand, waren sie bereits unterwegs. Die Malteser mit ihrem Beratungsmobil. Vor Ort kümmerten sie sich um die seelische Verfassung der Menschen. Diese mobile Anlaufstelle wurde mittlerweile durch eine hauptamtliche Stelle im Deckendorfer Landratsamt ersetzt. Dort sitzt nun ein zweiköpfiges Team, bestehend aus einem Psychologen und einer Sozialpädagogin. Beide sollen sich auch weiterhin der Betroffenen annehmen. Der größte Teil ist schon bereit für ein Gespräch. Und auch wenn mal das erste Eis so gebrochen ist, dass man einfach das Gespräch zustande kommt, wird es gut angenommen, sehr gut. Man merkt einfach dann, dass die Leute einen sehr hohen Gesprächsbedarf haben. Dass die, um die es wirklich geht, den direkten Weg ins Landratsamt finden, kommt jedoch eher selten vor. Für viele ist die Hemmschwelle schlichtweg zu groß. Julia Girg und ihr Kollege bleiben deshalb mobil und fahren direkt zu den Betroffenen. Eine solche ist Christina Schreiner. Ihre Mutter Bertha Hoffmann hatte in Altholz ein Haus, das durch die Fluten völlig zerstört wurde. Im Moment lebt sie zur Miete in der Deckendorfer Innenstadt, bis das Haus neu aufgebaut ist. Für die Pflege ihrer Mutter hat sich Christina Schreiner extra Sonderurlaub genommen. Gerade auch deshalb ist sie um jede Unterstützung froh. Für die Betroffenen vom Hochwasser ist der psychologische Dienst, also er genießt einen hohen Stellenwert, muss ich sagen, und leistet wirklich Großartiges für die Betroffenen. Die stehen einem bei, dass man dann mit den Abläufen des normalen Lebens eigentlich wieder zurechtkommt. Das Betreuungsangebot gilt natürlich nicht nur für die Hochwassergeschädigten selbst. Denn auch Menschen, die nur indirekt betroffen sind, wissen nicht immer, wie mit der psychischen Belastung umzugehen ist. Wenn jetzt Kindergärtnerinnen da sind oder Lehrerinnen und Lehrer, die merken, hoppla, die Kinder verhalten sich an irgendeiner Stelle momentan anders. Wir könnten noch mal ein bisschen Beratung, Information, Unterstützung brauchen. Ist genauso möglich. Wir kommen vor Ort, wir beraten, wir informieren, machen wir gern. Ihr Ziel ist also, jedem zu helfen, das Thema Hochwasser besser zu verarbeiten. Man ist resigniert, völlig unten. Und dann kommen die Damen und führen ein Gespräch und dann hat man wieder Power irgendwie und denkt, ja, morgen mache ich da weiter, lasse ich mich nicht kleinkriegen und so. Und es muss halt eigentlich weitergehen. Neuen Mut fassen, so lautet das Ziel. Außerdem gilt es, denjenigen, die sich bis dato zurückgehalten haben, die Angst zu nehmen, sich zu offenbaren. Denn Mut ist nicht, keine Angst zu haben, sondern die eigene Angst zu überwinden.